Ich gebe direkt weiter in den Saal. Dort redet nämlich der Spitzenkandidat der NRW-AfD, Martin Renner. Zeigt. Ein Deutschland, das sich im öffentlichen Raum zunehmend gewaltsam zeigt. Ein Deutschland, in dem die Vereinigten Linken die Debattenräume vorgeben, in denen wir uns dann aufhalten dürfen und bewegen dürfen. So ein Deutschland wollen wir nicht haben. Ein Deutschland, in dem sich alle links positionierten Altparteien zu einer Beutegemeinschaft zusammengefunden haben, um mit ihren Bündnisorganisationen, den Kirchen, den NGOs, den Gewerkschaften, den Unternehmen, der Sozialindustrie, den global agierenden Großkonzernen und der internationalen Finanzindustrie die werteschaffenden Bürger im wahrsten Sinne des Wortes ausrauben und diese um einen großen Teil ihrer erwirtschafteten Leistung bringen wollen. Ein Deutschland, in dem erkennbar wird, dass peu à peu die Bürger zu Systemsklaven gemacht werden, indem ihnen ihre Souveränitätsrechte abgesprochen werden. Ein Deutschland, in dem politische Entscheidungen nicht mehr nach rationalen Kriterien getroffen werden, sondern nur noch nach moralischen Kriterien. Ein Deutschland, das illegale Zuwanderung in unsere Sozialsysteme als legale Asylnachfrage kaschiert und diese aus Gründen praktizierter Barmherzigkeit tolerieren soll. Barmherzigkeit, was ist das denn im politischen Raum? Das gibt es doch gar nicht. Es gibt nur Interessen und keine Interessen, aber nicht Barmherzigkeit. Ein Deutschland, in dem die politischen Eliten weniger das Fremde so sehr lieben, als das eigene so sehr hassen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vor uns liegen zwei arbeitsreiche Tage mit einem sicherlich guten Ergebnis, da dieses Wahlprogramm der AfD für die bestimmt erfolgreiche Bundestagswahl im September dieses Jahr bilden wird. Die Arbeitsgrundlage für diesen Parteitag haben die Fachausschüsse mit Fleiß und Akribie erarbeitet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die aktuellen politischen Ereignisse der letzten Monate kann man nicht anders als grundstürzend betrachten. Sind das denn jetzt, diese grundstürzenden Ereignisse, ein politisches Menetekel, ein Menetekel am Horizont des Politischen, ein Menetekel, von dem wir schon seit 3 bzw. 4 Jahren auch sprechen? Wir von der AfD beschreiben seit 4 Jahren dieses Menetekel. Aber wir dürfen nicht glauben, dass wir für den Erfolg der AfD nicht rackern müssten, dass der Erfolg sich von alleine einstellen würde, weil die systemverwöhnten Altparteien permanent sich selber überschätzen und jedes Augenmaß verlieren. In der AfD ist momentan eine sehr starke Aufregung, eine heftige Unruhe zu verspüren. Innerparteilicher Wettbewerb ist mit Sicherheit nichts per se Falsches. Im besten Falle dient es der politischen Ertüchtigung. Aber wir müssen die Qualität und die Quantität der Angriffe, der innerparteilichen Angriffe untereinander im Auge behalten. Ausgrenzungen, Herabwürdigungen von Mitgliedern und Mitgliedergruppen sollten nicht akzeptabel sein. Es darf nicht so weit gehen, dass man, wenn man sich nicht zu der einen Gruppe bekennt, automatisch zum anderen bekämpften Gruppen gezählt wird. Wir müssen auch die Vorstände und die Funktionsträger dafür Sorge tragen, dass es in der AfD nicht zur Bildung von innerparteilichen Gemeinschaften kommt, die sich gegenseitig befehden. Streit um politische Positionen, ja, das ist akzeptiert und das ist auch richtig, aber niemals darf dieser Streit in Form von persönlichen Attacken durch Gerüchte streuen beleidigend ausgetragen werden. Die AfD ist eine politische Kraft, meine Damen und Herren, die seit 4 Jahren existiert und niemals ein egomanisches Spielfeld werden darf. Es darf in der AfD nicht um Einzelpersonen gehen. Es muss uns um Werte, um Grundsätze und um Inhalte gehen. Wer dann diese Werte vorträgt, diese Grundsätze lebt und unsere Inhalte in der Wählerschaft dann bekannt macht, ist im ersten Ansatz eigentlich egal.
Wenn diese Leute es leisten, dann werden sie wiedergewählt. Und wenn sie es nicht leisten, dann werden sie abgewählt werden. Kein einziges Mitglied in der AfD ist alternativlos. Nur das Konzept der AfD ist alternativlos. Der raison d'être unserer Bewegung. Wir von der AfD überziehen unsere Kollegen und Mitglieder nicht mit denselben Attacken. Wir beschimpfen auch nicht die Medien als Lügenpresse, weil die Presse berichtet über das, was sie denkt. Und wenn sie falsch berichtet, dann werden wir juristisch dagegen vorgehen. Aber Meinungen und Interpretationen werden wir nicht dahingehend beschreiben, dass das Lügenpresse wäre. Wir sagen auch nicht Lügenpresse, auch dann nicht, wenn diese Medien uns Konservative, die wir konservativ sind, allzu gerne als Rechtsradikale beschreiben, die Linksextremen jedoch als Aktivisten und Autonome verniedlichen und linken Terror gar als Kampf gegen Rechts verniedlichen. Wir von der AfD zeigen auf, wo Recht zu Unrecht und Unrecht zu Recht gemacht werden soll. Wir von der AfD decken auf, wenn Wahrheit zur Lüge und die Lüge zur Wahrheit umgedeutet wird. Wir von der AfD erkennen, wenn das Abseitige zur Norm und das Normale zum Abseitigen gewandelt wird. Wir von der AfD weisen darauf hin, wenn wir Einheimischen zum Rechtlosen und der Fremde zum Rechteinhaber befördert wird. Wir von der AfD spüren, wenn uns das Fremde zum Eigenen gemacht und uns das Eigene Stück für Stück entfremdet wird. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, wünsche ich uns einen erfolgreichen Parteitag und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Ja, viel Applaus für Martin Renner.